Ja, sehr geehrter Herr Präsident Dr. Böning, sehr geehrte Damen und Herren hier und in der Ferne, vielen Dank für die Einladung. Dass ich mich intensiv mit der Jagd beschäftige, seitdem ich die Zuständigkeit für Wald- und Jagdthemen mit übernommen habe im Ministerium, merke ich immer daran, dass meine Schafkopf-App mir regelmäßig Werbung anbietet, den Jagdschein in 15 Tagen zu machen. Ich glaube aber, Jagd ist mehr als ein Jagdschein in 15 Tagen. Es ist ein wirklich anspruchsvolles Handwerk und ich glaube, es wird immer anspruchsvoller. Wir wissen immer mehr, wir lernen immer mehr über Wildtierökologie, über die Anforderungen des Tierschutzes in der Jagd. Und dem gerecht zu werden, braucht mehr, als denke ich, als einen Jagdschein. Es braucht viel Erfahrung. Erfahrung sammelt man nur mit Zeit. Es braucht viel eigenes Engagement und auch Bereitschaft, immer wieder zu lernen. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass die Jagdverbände selber sich in die Diskussion einbringen und auch vielleicht das, was man so gelernt hat in den letzten Jahren oder womit man sich manchmal auch arrangiert hat, zu hinterfragen. Warum ist es so? Es ist so, wie Ihr Präsident, Herr Dr. Böning, eben gesagt hat, der Wald ist in einem wirklich sehr, sehr kritischen Zustand. Und Sie sind draußen, ich muss Ihnen das nicht im Detail beschreiben, aber es geht hier nicht um ein paar schlechte Jahre, sondern es geht um die Frage, ob wir einen kompletten Lebensraum in Deutschland verlieren. Und ich halte diese Lage für so ernst und die Verantwortung für so groß, dass wir auch eine Frage der Zeit haben. Es ist ein drängendes Problem. Wir können es nicht von Legislaturperiode zu Legislaturperiode verschieben. Jedes Jahr, das wir verlieren im Waldumbau, ist ein Jahr, was wir nicht mehr einholen können, was eine weiter geschwächte, eine riskante Fläche hinterlässt. Und deswegen glaube ich, dass wir alle zusammen eine sehr, sehr große Verantwortung haben. Ich rede über Jagd und über den Zustand des Waldes auch viel mit den Menschen im ländlichen Raum. Ich komme selber aus einem ländlichen Wahlkreis, aus einem Mittelgebirge, die Bayerische Rhön. Ich kenne selber viele Menschen, die den Jagdschein haben, die auch auf die Jagd gehen in unterschiedlichen Rollen, nicht immer als Jagdpächter, die haben auch Begehungsscheine. Und die Frage, welche Rolle hat das Wild und wie finden wir eine verträgliche Rolle und ein verträgliches Verhältnis zwischen Wald und Wild, beschäftigt die Leute. Das ist nicht so, dass die Bevölkerung auf dem Land das nicht sieht, was im Wald passiert. Und es ist auch nicht so, dass sie sich nicht die Frage stellt, wie soll ein dieses Jahr durch Trockenheit extrem geschädigter Südhang am Wald noch hochkommen, wenn sich in der Jagd nichts ändert. Und übrigens haben zumindest bei mir im Wahlkreis die Menschen leider auch ziemlich unangenehme Erfahrungen mit der Wildpopulation. Wir haben einfach wahnsinnig viele Wildunfälle. Auch das ist ein Thema, über das wir, finde ich, zu wenig reden. Das ist für das Wild ein grausamer Tod. Das ist für alle, die das erleben, ein Wildunfall, keine gute Erfahrung. Auch das spielt eine Rolle in den Debatten. Und deswegen ist die Aufgabe sehr groß und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie diese Veranstaltung organisieren, dass sie nach Wegen suchen. Ich gebe Ihnen auch recht, dass man ökologische Systeme großflächig betrachten muss, dass man Wechselwirkungen sich anschauen muss. Und ich denke, dass wir im Ministerium auch bereit sind, die Wechselwirkung zum Beispiel zwischen Wald und Bewirtschaftung des Offenlandes uns anzuschauen und zu sehen, was wir da tun können. Wichtig ist mir aber bei diesem Dialog, dass wir ihn anständig führen. Wir sind in Zeiten, die wirklich jenseits der Krise des Waldes, die elementar ist, nicht einfach sind. Wir haben einen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wir haben Menschen, die furchtbar leiden, verstümmelt werden. Wir haben jetzt junge Männer, die in diesen Angriffskrieg gezwungen werden. Wir haben in Deutschland Menschen mit vielen existenziellen Sorgen. Und ich will das an der Stelle auch mal sagen, nicht jede Debatte um Veränderungen im Jagdrecht in den letzten Monaten in Deutschland, in manchen Bundesländern, ist aus meiner Sicht vor diesem Hintergrund angemessen geführt worden. Wir können über alles reden, aber ich denke, ohne persönliche Angriffe in einem gegenseitigen Respekt, dass es uns um ein gemeinsames Ziel geht, nämlich den Lebensraum Wald zu erhalten, für uns, für die Menschen und für das Wild. Das würde ich mir wünschen. Ich glaube, dass es auch darauf ankommt, nicht die Augen zu verschließen
und die Realität nicht zu verdrängen. Es ist so, dass wir, wie wir hier sitzen, wir sind die Generation, die die Verantwortung hat, die Wälder durch diese Krise zu führen. Wir sind die Generation, die, und wir haben auf vieles noch gar keine Antworten. Das werden Sie sicher im Laufe Ihrer Tagung auch diskutieren. Wir haben eine Forstwirtschaft, die auf jahrhundertelanger Erfahrung beruht, und trotzdem passiert im Wald etwas, was wir nicht kennen und was wir oft auch nicht wussten, dass es überhaupt passieren kann. Dass eine Buche an Hitze eingehen kann, dass die Rinde platzt. Es gibt Försterinnen und Förster, mit denen ich rede, die sagen, das habe ich nie gelernt und das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Und deswegen werden wir, glaube ich, alle zusammen im Respekt davor, vor der Begrenztheit unseres Wissens, auch im Nutzen von anderen Perspektiven, die Perspektive zu wechseln, was ist, wenn wir jenseits des Walds schauen, aber auch im Respekt vor unseren unterschiedlichen Rollen zusammenarbeiten müssen. Ich setze dabei sehr, sehr stark auf die Jagd. Ich weiß, dass es ein anspruchsvolles Handwerk ist, das habe ich Ihnen gesagt, und es wird auch nicht dabei bleiben bei der Werbung für den Jagdschein, die ich dann immer wegdrücke, sondern ich werde mir das auch in diesem Winter vor Ort anschauen. Unterschiedliche Jagden. Sie haben uns im Ministerium als Partner. Wir haben den Dialog Wald und Wild angefangen und ich bin sehr dankbar dafür, dass der Deutsche Jagdverband dort konstruktiv mitarbeitet. Ich bin sehr dankbar für jede Diskussion, die wir auch gerne bei Ihnen vor Ort in den Landesverbänden führen können. Ich glaube, miteinander reden und zu Lösungen kommen ist das, wozu wir alle verpflichtet sind. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine interessante Tagung. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Staatssekretärin. Ich würde gerne noch auf ein, zwei Punkte vielleicht eingehen, dessen, was wir gerade gehört haben und das, was Sie auch gerade gesagt haben. Also, dass man mehr miteinander reden soll, Argumente austauschen soll, einen Perspektivwechsel vornehmen soll, das ist ja eigentlich der Kern der Demokratie. Ich habe dem jetzt entnommen, was Sie gesagt haben, dass in diesem Bereich die Leute bisher nicht so oft miteinander reden und wenn ja, nicht freundlich. Stimmt das? Ja, ich gehe gerne ans Mikrofon. Naja, wir haben, also das wissen Sie ja auch, wir sind ja jetzt fast unter uns, ne? Wir haben natürlich zum Beispiel in der Debatte ums Jagdgesetz in Brandenburg sehr, sehr heftige Auseinandersetzungen. Und ich finde, das ist nicht nötig. Und ich finde, das gehört sich auch nicht in so einer Zeit. Also man kann sich sachlich austauschen, aber man muss wirklich davon Abstand nehmen, Personen in der Landesverwaltung persönlich anzugreifen oder sogar zu bedrohen. Das geht einfach nicht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Umgekehrt stelle ich mich auch vor jeden Jäger, jede Jägerin, die ihr Handwerk ordentlich versieht. Auch darauf können Sie sich verlassen. Aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Basis. Und dann, was den Perspektivwechsel angeht. Also die Perspektive Waldeigentümer und Jäger oder Jägerin ist ja nicht immer deckungsgleich. Ja, auch die Sorgen sind unterschiedlich, auch die wirtschaftlichen Interessen sind unterschiedlich. Und ich glaube, man muss das einfach zur Kenntnis nehmen und darüber reden. Da hinten gibt es Unruhe, Sie dürfen sich ruhig zu Wort melden, wenn ich was sage, was Ihnen nicht recht ist. Und ich glaube, man muss das auch anerkennen. Wenn Sie im Bundeskabinett Diskussionen führen, dann führen Sie ja logischerweise im Moment Diskussionen, Sie haben es auch angesprochen, über den Ukraine-Krieg ganz viel, über die Energiesicherheit. Jetzt mal Hand aufs Herz, welches Thema spielt Wald und Wild bei den Beratungen, bei dem, was innerhalb des Bundeskabinetts auch zwischen den Ministerien diskutiert wird? Also wir haben ja einen bestimmten Plan, waldpolitischen Plan für diese Legislaturperiode. Das erste Element haben wir schon umgesetzt. Wir warten jetzt auf die Veröffentlichung im Bundesanzeiger des ersten Teils der Honorierung der Ökosystemleistungen für den Wald. Das sind im ersten Schritt 200 Millionen von insgesamt 900 Millionen, die wir investieren wollen in den Waldumbau. Und natürlich spielt an dem Punkt, also da muss das Bundesfinanzministerium mitreden und das Bundesfinanzministerium hat natürlich auch ein Interesse daran, dass das Geld sozusagen etwas verändert. Und natürlich spielt die Frage, welche Chance hat der Waldumbau oder die natürliche Waldverjüngung, was können wir tun, damit
sich selbst verjüngende Wälder hochkommen, dass sie eine Chance haben, auch vielfältig hochzukommen mit vielen Baumarten, die sich dort eintragen. Das spielt in den Debatten auch mit den Abgeordneten natürlich eine Rolle. Und wir werden das Bundeswaldgesetz reformieren. Das ist aus den 70er Jahren. Wir haben uns ja gerade gegenseitig noch mal klar gemacht, wie stark sich die Situation und die Anforderungen an den Wald verändert haben in den letzten über 40 Jahren. Und auch da wird die Frage, welche Rahmenbedingungen braucht Naturverjüngung zum Beispiel eine Rolle spielen. Sie haben gerade schon angesprochen, den Finanzminister, der spielt ja in anderen Bereichen auch wiederum, manchmal habe ich so den Eindruck, die allerletzte Rolle. Also Bund gegen Länder, Länder gegen den Bund bei allen möglichen Themen, Verkehr, 9-Euro-Ticket, Energieversorgung, Gasdeckel, wie auch immer. Es gibt sehr streitige Diskussionen und am Ende sagt Herr Lindner, nö, haben wir kein Geld für. Wie ist das in dem Bereich? Also jedenfalls die 200 Millionen Euro, da wollte er schon mitreden, aber wir haben sie ja jetzt. Ja? Also sie kommen auf die Fläche, wir werden da auch in den nächsten Jahren immer wieder mitreden. Herr Lindner hat im Unterschied zu mir, hat er ja einen Jagdschein, insofern ist er wahrscheinlich auch Ansprechpartner für den Deutschen Jagdverband. Sollten wir mal einladen dann, ne? Ja, das können Sie mal versuchen, wenn er Zeit hat, Sie wissen, wie das mit den Ministerien ist. Ach, generell ist es natürlich so, also wenn ich jetzt mal über die Waldpolitik hinausgehe, sind wir in einer Situation, wo sich mehrere Krisen überlagern. Und sie bedrohen natürlich auch die Existenz vieler Menschen. Sie sind ja alle auch nicht nur Jägerinnen oder Jäger. Sie haben auch ein Geschäft im Privatleben oder Bekannte, die selbstständig sind. Sie kennen die Situation ja ganz genauso gut wie ich. Und ich glaube, die Herausforderung, in der wir sind, ist diese fossil getriebene Krise zu überstehen, dabei Existenzen zu sichern und trotzdem die Investition in das, was wir ändern müssen, in die Energiewende, in den Waldumbau zum Beispiel, die nicht zu unterlassen, weil wir das nicht mehr aufschieben können. Jeder Sommer ist entscheidend oder jeder Winter, die Pflanzsaison ist entscheidend, damit der nächste Sommer besser überstanden wird. Und dass das zu Konflikten führt, ist, glaube ich, normal. Ja. Zum Schluss, bei dem, was in den Wäldern passiert, das ist ja nun wirklich furchtbar teilweise. Wenn ich im Sauerland beispielsweise, wie gesagt, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, wenn ich da wandere, dann sehe ich eigentlich nicht mehr Wald, sondern ich sehe Zerstörung in erster Linie durch die Dürre, durch die Trockenheit, durch die Borkenkäfer, durch vieles andere mehr. Haben Sie den Eindruck, wenn etwas so manifest ist, wenn man rausgeht, dass sich dann auch Bewusstsein der Bevölkerung ändert, dass man was tun muss? Also ich war diesen Sommer in ganz, ganz unterschiedlichen Wäldern und mehr noch als die zerstörten Wälder, die einen ja auch lähmen können. Also und da verstehe ich auch viele Waldbesitzer, die sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Ja, da ist Arbeit von Jahrzehnten und Jahrhunderten zusammengebrochen in einem Sommer. Ich glaube, kommt es auch darauf an, sich die anderen Wälder anzuschauen, die ganz gut durchgekommen sind, die, wo der Waldumbau gar nicht vor Jahrhunderten oder so angefangen hat, sondern manchmal vor 17 Jahren oder 18 Jahren. Und man sieht den Unterschied. Man sieht, da ist noch Feuchtigkeit drin. Und deswegen ist der Wald ein Mahnmal, was die Leute sicher erschreckt, wenn es in einem Zustand ist, wie wir es jetzt im Harz oder bei Ihnen im Sauerland sehen. Aber es gibt auch Orte im Wald, die Hoffnung geben. Und Orte im Wald, wo es ein gutes Einvernehmen zwischen Jagd und Waldbesitz gibt oder wo auch selbst gejagt wird, wo ich revierweise den Unterschied sehen kann. Und deswegen glaube ich, dass unsere Wälder nicht nur die Fragen stellen, sondern auch die Antworten bereithalten. Ja, dann gucken wir mal auf die Fragen, auf die Antworten. Danke Ihnen jedenfalls, dass Sie hier gewesen sind. Manuela Rottmann, herzlichen Dank, Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt wird's technisch ganz anspruchsvoll, weil der größte Teil der Referenten, da ist eine Wortmeldung, die nehmen wir noch eben mit. Warte mal, upsala, keine Unfälle bauen während der Arbeit, das wäre nicht so gut. Sagen Sie kurz, wer Sie sind, ich halte selber das Mikro. Ja, mein Name ist Jörg Stendel, Landesjagdverband Brandenburg. Wir sind ja direkt angesprochen worden mit dem Jagdgesetz. Ich finde es ehrlich gesagt recht unschön, jetzt die Krise, die uns alle schüttelt, das, was uns allen Sorgen bereitet, existenzielle Nöte, anzusprechen mit der Bitte, doch so einen Gesetzesentwurf durchzuwinken. Anders kann ich es nicht deuten. Aber ich wollte eigentlich eine ganz andere Sache ansprechen. Hier sitzen im Raum viele Leute, die extrem unterschiedliche Auffassungen haben.
Das Ergebnis der Diskussion ist aber eines, auf das wir alle angewiesen sein werden. Und wir haben, glaube ich, im Raum wenig Dissens, was es anbelangt, die Einsicht darin, dass wir um den Waldumbau nicht drumherum kommen. Das wollen wir alle. Die Wege dahin, darin unterscheiden wir uns. Wir unterscheiden uns aber auch in einer sehr wesentlichen anderen Sache. Und dem sollte man Augenmerk schenken. Wir unterscheiden uns in der Definition von Begriffen. Und wenn ich Begriffe lese wie brauchbare Jäger und wenn ich Begriffe lese wie Hege, dann habe ich zu diesen Begriffen Fragen. Und keine wissenschaftliche Arbeit kommt aus, ohne Begriffe zu klären. Und für meine Begriffe kommt auch kein Gesetzestext und auch keine Begründung zu einem Gesetzestext aus, ohne diese Begriffe zu klären. Danke. Ja, Begrifflichkeiten, ja. Nee, ich halte es selber, aber ich gebe Ihnen gerne das Wort. Nee, Mikrofon halte ich selber. Das ist die Lektion, die goldene Regel. Aber ich halte es Ihnen gerne von Mund. Ich glaube, es hilft uns, wenn wir uns zuhören. Und ich habe nicht gesagt, dass ich erwarte, dass Sie Gesetze durchwinken, sondern mir geht es um die persönlichen Angriffe, um die Härte der Auseinandersetzung, um Bedrohungen. Und das unterstelle ich dem Landesjagdverband nicht. Ich weiß aber, dass es in Brandenburg passiert ist. Und ich glaube, vor sowas sollten wir uns alle stellen, dass wir so nicht diskutieren, selbst wenn jemand eine andere Meinung hat. Wir sagen, es ist völlig falsch. Das ist das Einzige, was mir wichtig ist. Ich erwarte von Ihnen nicht, dass Sie irgendwas durchwinken, sondern ich erwarte, dass wir im Umgang uns gegenseitig schützen. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich gebe Ihnen völlig recht, man muss Begriffe definieren, man muss sich darüber auseinandersetzen. Ich glaube, das brauchbare Jäger stammt nicht von mir, hoffe ich jedenfalls. Also ich wäre mir ein neuer Begriff, ich habe ihn nicht verwendet. Aber ich halte Jagd für anspruchsvoll und die Frage, welche Ansprüche stellen wir an Jagd, was müssen Sie können, was muss jemand können, der auf die Jagd geht, das ist, glaube ich, eine berechtigte Frage, weil die Anforderungen so groß geworden sind. Dankeschön.